Okay, dann reden wir jetzt also mit dem Malworn. Mit Malboroman. Ihr braucht hier etwas? Ja, wir wollen gleich mit dir reden. Grinst nicht so. Das ist der Bär aus dem großen blauen Haus. Unsere gemeinsame Freundin schickt mich. Wirklich? Ihr wisst, für wen sie sich entschieden hat? Ja klar, für mich. Ich bin das Drachenblut. Hallo? Also, die Sache läuft so. Ich kann einige Gegenstände für euch in die Botschaft schmuggeln. Bringt selbst nichts anderes mit. Mit den Talmor ist in Sachen Sicherheit nicht zu spaßen. Gebt mir alles, worauf ihr nicht verzichten könnt, und ich sorge dafür, dass es in die Botschaft gelangt. Alles andere bleibt euch überlassen. Was sollte ich am besten mitnehmen? Moment, ich muss ein paar Sachen vorbereiten. Ich bin bereit. Hier ist alles, was ich brauche. Na schön, ich bringe das für euch in die Botschaft. Ich muss los. Ich finde euch schon auf der Feier. Keine Sorge. Malborn, die Ausrüstung trifft dich. Okay, Waffen. Dann brauchen wir natürlich... wir nehmen den kaiserlichen Bogen der Glut. Geben. Ach ne, wir nehmen mal den Orkschenbogen. Mit ergeben. Dann den Stab. 65 Stahlpfeile, ja. Und ja, das hätten wir soweit. Bekleidung. So. Alles klar. Den Rest nehmen wir nicht mit rein. Eure Aufgabe ist es, euch unter die Gäste der Feier zu mischen, ohne als Spion verdächtig zu werden. Was? Ich kümmere mich um alles Übrige. So werden wir definitiv nicht als Spion erkannt. Das nächste Mal zieht ihr euch besser etwas an, bevor ihr das Haus verlasst. Wenn ihr euch für ein paar gute Gerüchte interessiert, kann ich euch helfen. Ah, not today. Inventar, wir ziehen uns trotzdem erstmal was über. Ja, Mann. Mehr haben wir nicht an schicker Kleidung. Naja, immerhin sind wir nicht komplett nackig. Sehen zwar total scheiße aus, sind aber nicht komplett nackig. Und ich glaube, Nutzen hat das Ganze auch nicht. Okay, schon mal crashen wir also eine Party. Auf geht der Ups. Ja, hier ist eine Dunstabzugshaube. Alles klar. Das Fürst, jedes Fürstentum verfügt über seine eigene. Selber Spitzohr. Deine Mutter. Deine Mutter war seine Schwester. Und er ist dein Cousin. Bam, da hast du's. Was? Hat er das wirklich gesagt? Nein, das hat er nicht gesagt. Doch, das hat er gesagt. Nein, das hat er nicht gesagt. Entschuldigt. Werkzeuge, Waren und Waffen. Und alles zu einem guten Preis. Was? Die waren vor neulich aber noch nicht hier. Mögen die Monde euch segnen, Reisender. Danke, Sön. Die Monde sind uns sehr gnädig gesonnen. Oder etwa nicht. Eure Aufgabe. Wir sind hier, um euch eine Lektion zu erteilen. Was? Ihr hättet nie herkommen sollen. Wow, wow. Das, was ihr wollt! So. Bezahlter Raufbold, wie übel ist das denn? Nimm das, Scherge! Ha! Ha! Halt! So. Aha! Schnell, ein Zaubertrank. Skoma. Das bringt uns nichts. Da haben wir es ja. So. Anscheinend gab es ein Level-Up.
Die kannst du behalten. Das nehme ich. Auch das nehme ich jetzt gerade mal. Wir brennen zwar immer noch ein wenig. So, da haben wir jetzt erstmal... Nice. Haben wir diesen Kontakt. Denn, ja, wir wurden ja gerade von bezahlten Schergen angegriffen, was ich überhaupt nicht lustig fand. Okay, und zack. Und zack. Zack. Halt. Die Schuhe nehmen wir natürlich auch mit, denn wir sind gerade gegenwärtig barfuß, was ich nicht so wirklich gutheißen kann. So, jetzt sehen wir doch schon mal ein bisschen schicker wieder aus. Wer rechnet denn hier mit bezahlten Raufbolden? Was für Schergen. Da unten geht's anscheinend zu dem einem Reiterhof oder zur Wassermühle anscheinend. Eure Aufgabe ist es, euch unter die Gäste der Feier zu mischen, ohne als Spion verdächtig zu werden. Ich... Wo ist die... Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen... Trifft Delfinen bei den Stellen. Ich kümmere mich um alles Übrige. Alles klar. Wir treffen Delfinen bei den Stellen. Zack. Brenne ich noch? Nein. Hier ist ein Pony. Da ist Delfin. Habt ihr Malborn die Sachen gegeben, die ihr in die Botschaft schmuggeln wollt? Ja, das habe ich getan. Ja, Malborn ist stahlklar. Malboro Man. Ich habe eine Einladung zur Feier. Aber Dankeschön. Aber Wachen werdet ihr nur vorbeikommen, wenn sie wirklich glauben, dass ihr ein geladener Gast seid. Was? Und das heißt, ihr müsst auch wie ein Gast aussehen und dürft nicht bis an die Zähne bewaffnet kommen. Hier, legt das an. Okay, was kriege ich? Wenn ihr bereit seid, verwahre festliche ich Kleidung. Eurer Sachen, nice. Bis ihr wieder zurück seid. Ihr werdet nur das haben, was Malborn für euch hineingeschmuggelt hat und das, was ihr drinnen eventuell noch finden könnt. Oh, das wird ein Spaß. Alles klar, Inventar. Schauen wir mal nach. Die festliche... festliche Kleidung, festliche Stiefel. Irgendwas noch Festliches. Alles klar. In dieser und Kleidung könnt ihr nicht auf einer Feier in der Botschaft der Talmor erscheinen. Reden. In dieser Kleidung könnt ihr nicht auf einer Feier in der Botschaft der Talmor erscheinen. Aber wir sollten doch mit ihr reden, nachdem wir alles angezogen haben. Die ziehen wir nochmal aus. Das muss genügen. So werdet ihr als ein echter Gast durchgehen. Zumindest bis ihr den Mund aufmacht. Bewahrt den Rest meiner Dinge auf. Keine Sorge, das wird alles bis zu eurer Rückkehr auf euch warten. Seht nur zu, dass ihr mit den Informationen, die wir brauchen... Alter, wenn die mit meinem Scheiß weg ist, dann... Heftig. Viel Glück. Dankeschön. Das werde ich Nein, sie hat mein Schild. Das werde ich gebrauchen. Hühnchen, nein. Lass mich nicht ohne mein Schild gehen. Der Ladescreen kann jetzt unerwartet. Trifft er. Sprich mit Merle Boroman. Ja, na klar. Und dann kommt ihr auch noch mit der Kutsche an. Ich grüße euch, werter Herr. Meine Verspätung liegt an den verwirrenden Wegen dieses götterverdammten Berges. Ich hatte nicht die Absicht, verspätet anzukommen. Eigentlich komme ich ja lieber zu früh, oft schon am Tag vor dem Fest, damit ich ja keinen Teil des Gezeches verpasse. Das ist eine... In der Botschaft der Talmor. Eure Einladung bitte. Heutzutage trinken die Leute deutlich zu... Die hat eine komplette elbsche Rüstung. Ich will auch die komplette elbsche Rüstung. Soldat der Talmor. Ich werde mich hier kurz ausruhen. Obwohl es hier draußen verdammt. Gucken wir uns mal hier draußen noch ein wenig um. Vielleicht könnten wir uns nach dem Fest eine Kutsche teilen. Ich weiß, ich weiß. Alter, der labert. Aber am Ende des Fests sind wir ganz sicher dicke. Wer will sich.
Oh ja, der will auch unser Freund sein. Wir haben ja gelernt, was es heißt. Eure Einladung, bitte. Hier bitte meine Einladung. Vielen Dank, mein Herr. Geht einfach hinein. Danke. Kommen wir jetzt hier rein? Nein, hier brauchen wir auch noch den Schlüssel. Ja, ich brauche erstmal was zu tun. Kein Pony. Wer bist du? Geht bitte direkt durch. Die Feier hat bereits begonnen. Das ist eine schicke Kutte. Auf geht's. Party time! Bitte tretet in die Botschaft ein. Na klar. Alter, wenn ich da drin geilen Shit finde. Da blutet ja fast mein Looterherz. Willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Elenven, die Botschafterin der Talmor in Himmelsrand. Elenvi, Elenven. Das geht dich gar nichts an. Ich heiße Sock, der Wahnsinnige. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Wirklich nettes Fest. Ihr müsst wissen, ich bin zum ersten Mal hier. Wo bekommt man hier was zu trinken? Keine Sorge. Auf meinen Feiern gibt es stets das Beste, was das Land an Speisen und Getränken zu bieten hat. Sehr schön, sehr schön. Aber ihr wolltet euch noch vorstellen. Ach so ein Scheiß. Ich dachte, wir kommen vielleicht drumherum. Erzählt mir mehr über euch. Was führt euch in dieses... nach Himmelsrand? Was gibt es, Malbon? Wir haben leider keinen Altowein mehr. Gestattet ihr, dass ich den Arentia-Rotwein... Natürlich! Ich hatte euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen das ist eine fette Rüstung. Nicht zu behelligen. Boops. Ja, Frau Botschafterin. Bisschen Fanservice hier. Wir müssen uns später besser bekannt machen, bitte. Amüsiert euch. Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Was kann ich euch bringen? Abgeschlossen. Gut. Sobald ihr die Wachen ablenkt, öffne ich diese Tür. Dann könnt ihr euch auf den Weg machen. Bist hässlich. Und wir hoffen, dass ein Geisterglas. Überleben. Geister. Ich möchte etwas trinken. Ich bin bereit. Hier, bitte der Herr. Feinster kolovianischer Weinbrand. Dankeschön. Kann ich euch sonst noch etwas servieren? Natürlich. Ich bin bereit. Lasst mich mal sehen, ob wir davon noch eine Flasche haben. Ich werde an der Tür darauf warten, dass alle abgelenkt sind. Alles klar, das heißt... Gibt es niemanden mehr, wir dürfen jetzt etwas Ablenkung, wir dürfen für etwas Ablenkung sorgen. Ja, da stimme ich euch zu. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten aus anderen Teilen von Himmel? Schlüssel erforderlich. Nun, Kuchen. Ich habe gehört, dass es den Dämonien verboten wurde, innerhalb das nenne ich trockenes Brot, eine ganze Tomate, ein bisschen Lauch. Sie dürfen jetzt nur noch, und was kann ich euch bringen? Die meisten von ihnen sind gar nichts. Laber nicht. Unter einem Dach. Ja, wie sorgen wir... Sind die Speisen und Getränke nach eurem Geschmack? Ich hab sie gerade runtergeworfen. Und danke der Nachfrage. Sehr schön. Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Hier, ich habe, euch etwas zu trinken gebracht. Die einzige großzügige Seele in einem Heer von Pfennigfutzern und alten Knausern. Ah, der verträgt wohl gar nichts. Womit ich euch helfen kann, müsst ihr unverzüglich zu mir kommen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Danke, sollte ich etwas brauchen, werde ich auf euch zurückkommen. Oh, es gibt tatsächlich etwas, das ihr für mich tun könnt. Wunderbar. Das ganz genau. Ich kann damit anfangen, euch für eure Großzügigkeit zu entlohnen. Sprecht weiter. Mach mal ordentlich Party. Ihr müsst auf Sehen erregen und die Aufmerksamkeit einige Minuten lang auf euch lenken. Ist das alles? Ja klar. Jetzt sehen ein bisschen Party machen. Singstelle. Ja Mann. Ich könnte sagen, dass es zu meinen Spezialitäten zählt. Das sind seine Spezialitäten. Trete zurück und bewundert das Werk meiner Hände.